Hey Leute, Gaming Office ist wieder back am Start. Willkommen zu einem neuen Video, heute wieder ein kleiner Glitch. Und zwar, wie ihr die Tunings von eurem AC Bandito auf irgendein beliebiges Fahrzeug ziehen könnt. Also ihr seht jetzt hier schon, hier Lackierung und so weiter. Das ist alles drauf, Karosserie. Ihr seht hier Felgen und alles. Falls ihr jetzt keine Benny-Felgen habt, dann habt ihr halt leider damals den anderen Glitch nicht mitmachen können. Und ja, deshalb könnt ihr dann leider einfach nur die normalen Tunings auf euer Fahrzeug übernehmen. Jedoch könnt ihr damit trotzdem viel Geld sparen, weil ihr einfach die Tunings nicht neu bezahlen müsst, gerade Lackierung und so. So, ihr fahrt jetzt einfach geht jetzt in euer Fahrzeug. Das Ganze ist in der Arena-Werkstatt. Ich mache es in der Freundessitzung. Müsst ihr, glaube ich, aber nicht machen. Ich glaube, es geht auch in öffentlichen. Ja, ihr fahrt jetzt einfach in die Arena-Werkstatt rein mit dem Fahrzeug, wo ihr die Tunings drauf haben wollt. Ihr seht jetzt, hier sind noch gar keine Tunings drauf. Und so weiter. Ihr steigt jetzt einfach aus eurem Fahrzeug raus und geht hier zu eurem AC Bandito und geht jetzt auf irgendetwas und kauft euch irgendein Upgrade. So, ich gehe jetzt einfach hier drauf, ändert einfach irgendwas an eurem AC Bandito und bleibt hier in dem Feld, wo euch Geld abgezogen wurde. So, jetzt muss ich ganz kurz nachsynchronisieren, weil das PlayStation-Menü nicht aufgezeichnet wird. So, ihr geht jetzt hier einmal auf Communities im PlayStation-Menü. Dann geht ihr auf irgendeine GTA-Community, ist wirklich komplett egal welche. Dann geht ihr ganz links auf aktuelles Spiel, drückt Options und geht auf nur Sitzungen. Und dann tretet ihr einfach irgendeinem bei. So, wenn ihr dann jetzt drauf gedrückt habt, ich mache jetzt nichts, ich drücke gar nichts am Controller, ihr werdet jetzt automatisch rausgeschmissen. Falls bei euch jetzt die Meldung, die kam bei mir direkt und ist automatisch weggegangen, falls die Meldung bei euch jetzt, so wie bei mir, nochmal kommen sollte, lehnt ihr diese ab, nichts machen. Jetzt steigt ihr einfach in das Fahrzeug wieder ein und fahrt einfach raus. Und das war's eigentlich schon mit dem Glitch. Also der Glitch ist so einfach, ihr habt es jetzt gerade gesehen. Tunings vom AC Bandito sind jetzt hier drauf. So, ich habe ganz kurz vergessen, das noch zu sagen. Also, sobald ihr aus eurem Fahrzeug aussteigt, verschwindet es, also es despawnt, aber es ist in der Arena-Werkstatt drin. Ich mache jetzt kurz nochmal einen Durchlauf, damit es auch wirklich jeder checkt. So. Ihr seht schon, hier ist das Fahrzeug, ist getuned. So, ich mache es jetzt einfach mit einem Gratis-LG. Einmal reingehen damit. So, dann einfach wieder aussteigen. An den AC Bandito. Einfach was ändern. So, er geht jetzt halt wieder, wie gerade eben, auch wieder auf Communities. Dann auf irgendeine GTA-Community. Dann geht ihr auf die Community, geht ganz links mit L1 auf aktuelles Spiel, Options, nur Sitzungen und dann tretet ihr wieder irgendeinem bei. Dann wieder jemandem in der Community beitreten, nichts drücken, abwarten, bis man rausfliegt. Jetzt warten wir die nächste Meldung ab und lehnen diese ab. Jetzt einfach ins Fahrzeug einsteigen und rausfahren. So, schon ist euer Fahrzeug getuned, gratis, ohne dass ihr jedes Mal die Tunings neu zahlen müsst. Also kauft euch AC Bandito und tunet ihn voll auf. Und dann müsst ihr wenigstens nicht mehr die Lackierung jedes Mal zahlen und auch nicht die Reifen und so weiter. Felgen und so. Braucht ihr da alles nicht holen. Das spart schon ordentlich eine Menge Geld, wenn ihr das mit vielen Fahrzeugen macht. Und ich zeige euch jetzt hier nochmal das Fahrzeug.
So, genau, ist hier drüben. So, das war's jetzt aber diesmal auch wirklich. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.